Niemand mag sie und trotzdem muss sie gemacht werden. Die Froschquest von Majora's Mask. Da es keinen Sinn macht, Ungeliebtes zu verschieben, stelle ich mich jetzt dieser Aufgabe und werde die Frösche der verschiedenen Orte nun mit Don Gerus Maske hierher bringen. Ich habe lange überlegt, soll ich das schneiden, aber ich habe mich dann dagegen entschieden. Aus mehrerlei Gründen. Zum einen ist es ja bestimmt ganz spannend zu sehen, wie ich das in der Zeit schaffe. Vor allem, weil das Zeitlimit ja in dem Remake tatsächlich viel strenger ist als bei der N64-Variante. Das weiß ich jetzt auch erst seit kurzem, aber es ist tatsächlich so. Denn wenn man die Ballade des Kronos spielt, habe ich übrigens schon gemacht, solltet ihr auch tun, dann hat man bei der N64-Version die Zeit, wie soll ich sagen, auf ein Drittel reduzieren können. Also die Zeit ist halt nur noch um ein Drittel so schnell vergangen. Checkt ihr? Und jetzt geht sie um die Hälfte schneller. Also einfach gesagt, eine Sekunde in dem Spiel dauert jetzt doppelt so lang. Und früher war es halt, okay, ich kann nicht rechnen, aber auf jeden Fall mehr. Somit hat man jetzt hier in diesem Remake weniger Zeit. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das alles Sinn gemacht hat, was ich gesagt habe. Ich bin gerade selbst verwirrt. Deswegen kürzen wir das Ganze ab und sagen ganz banal, im Remake hat man weniger Zeit mit dem Ballade des Kronos als auf dem Nintendo 64. So, hätte man das auch mal abgehakt. Außerdem dürfte es auch ganz interessant sein zu sehen, ja, habe ich denn die Dungeons noch im Kopf? Finde ich die Orte, wo die Frösche sind oder nicht? Ah, Don Gero, Quack. Wie lang ist es her? Was führt dich hierher, Quack? Kann es denn sein? Ist der Frühling nun doch in den Bergen eingezogen, Quack? So ist es also wahr. Der Winter dauert so lange an, dass ich langsam alle Hoffnungen fahren ließ, Quark. Ich verstehe, ich werde sofort in die Berge aufbrechen. Jo, ihr müsst zuerst den zweiten Boss vom zweiten Dungeon besiegen, damit dann da der Winter verschwindet. Erst dann könnt ihr mit dieser Chose beginnen. Es müssten 5 Frösche sein, wir haben es ja auch gerade nochmal gesehen. Also eigentlich sollte ich alle finden können, wenn ich dann raste ich komplett aus, weil dann mache ich das hier gerade umsonst, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich richtig gezählt habe und auch genau weiß, wo sie sind. Nämlich einer ist schon dort bei den Bergen, dann einer ist in Unruhstadt, einer ist bei den Sümpfen, ein weiterer in der Nähe, nämlich im ersten Dungeon, der Zwischenboss, und kürzlich erst getroffen im dritten Dungeon, ebenfalls Zwischenboss. Das sollten dann alle 5 Frösche sein. Ich kann ja jetzt, nachdem ich, ja genau, nachdem ich hier jetzt ein bisschen rumgejumpt bin und den Frosch von da hinten geholt habe, werde ich sicherheitshalber nochmal in die Berge fliegen und mich vergewissern, dass ich auch wirklich an alle Frösche rankomme. Weil ich mache mir gerade selbst total Panik. Eigentlich ist es unnötig. Ich bin mir doch sehr sicher, aber ja. Bevor ich jetzt meine Zeit damit verschwende und dann am Ende feststelle, mir fehlt ein Frosch. Und der kommt erst im vierten und letzten Gebiet. Sollte man das vorher nochmal abchecken, ne? So. Oh, das war falsch, aber ich habe es trotzdem geschafft. Hui. Ja, wenn man ordentlich Anlauf hier auf diesen Seerosenblättern holt, dann kommt man auch relativ weit. So. Und der Frosch, den ich suche, der ist da hinten auf dem Baumstamm. Hallöle. Beziehungsweise, warte, schau mich noch nicht an. Jetzt. Hi. Ah, Don Gero. Ich soll zu den Bergen? Cool, mach ich. Quack. Das wäre der zweite. Sehr schön. Und jetzt, wie gesagt, vergewissere ich mich,
dass ich auch wirklich an alle rankomme. Aber vielleicht zählt ja der bei den Bergen nicht. Das kann sein. Wäre total blöd. Aber wer weiß. Nicht wahr? So, wo sind denn die Frösche? Nicht mal das weiß ich. Ah, da hinten. Okay, also wir haben jetzt hier noch... Ah, okay. Ja, ja, es passt. Zwei Seerosenblätter. Einer, erster Dungeon, der andere, dritter Dungeon. Jetzt beschweren sie sich, dass sie noch nicht beisammen sind. Ist okay. Ich hol die anderen. Keine Sorge. Ja, ja, passt schon, passt schon, passt schon. Ich wollte nur gucken. Alles in Ordnung. Der von den Bergen hat auch schon Platz genommen. Wundervoll. Aber jetzt ist die Frage, kann ich mich auch an die Location erinnern? Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, nein. Ich habe vom ersten Dungeon überhaupt keine Ahnung mehr. Das ist schon so lang her. Und ich habe mich ja zwischenzeitlich auch mit anderen Spielen befasst. Ich habe keine Ahnung mehr, wo der Zwischenbossraum war. Und ich bezweifle, dass der auf der Karte eingezeichnet ist. Es wird also schon ein bisschen spannend. Aber zeitlich sollten wir das eigentlich locker hinkriegen. Moment, das war jetzt falsch, ne? AXLYL. Ja, musizieren will gelernt sein. Und Noten lesen auch. Diesmal kommt der Dungeon in Hypergeschwindigkeit. Das ging sonst ein bisschen langsamer vonstatten. Aber das ist in meinem Interesse. Keine Sorge. Okay. Machen wir das jetzt so schnell wie möglich. Hier könnte ich jetzt eigentlich schon zum Boss, aber ich weiß nicht, kann ich, wenn ich beim Boss bin, durch die Tür gehen? Nein, das lassen wir lieber. Das ist mir zu riskant. Wie komme ich denn überhaupt nochmal hier weiter? So, so. Ich war einmal hier und habe Odolver besiegt. So heißt der Boss. Das war sogar im letzten Part, ne? Genau. Stimmt. Ist also gar nicht so lang her, als ich das letzte Mal hier war. Aber ich habe den Dungeon trotzdem verlernt. Oh, das war eigentlich falsch, ne? Ich hätte da hinten hinfliegen müssen. Aber ich habe mal wieder Dulli-Glück. Ich habe es trotzdem bis hier rüber geschafft. Unglaublich. Unglaublich. Wir haben jetzt ja auch alle Items, die man so bekommen kann. Das bedeutet doch eigentlich, ich kann mir eine Abkürzung schaffen. Oder? Ah, nein, kann ich nicht. Weil die entsteht ja erst, wenn ich da drauf stehe. Verdammt, kann ich mit meinen Feuerpfeilen überhaupt nichts anfangen? Was hat das da hinten ausgelöst? Ja, es hat die Tür geöffnet. Aber wisst ihr was? Ich glaube sogar, das ist die richtige Tür. Die bringt mich doch zum Zwischenboss, oder? Ich muss da jetzt nur noch irgendwie hochkommen. Tja, wie mache ich das? Ich habe so krass keine Ahnung. Verdammt, selbst die Schlüssel muss ich neu suchen. Ey, wollt ihr mich hier nerven oder was? Oh Mann. Es ist echt doof, ich kann nichts abkürzen. Nee. Nope, geht nicht. Aua. Das muss ja nicht sein, geh da hoch. Ja, muss ich akzeptieren. Geht nicht. Und hier? Hier ist auch nichts. Obwohl, doch. Doch, 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 doch. Ich erinnere mich, dass man das hier nach oben ausfahren kann. Da gab es doch was für Feuer, ne? Da war irgendwo ein Auge. Richtig oder nicht richtig? Wo ist das Auge? Bist du's? Sag ja. Yes! Yippie! Okay. Dann checken wir jetzt diesen einen Raum ab, wo ich glaube, dass es der Zwischenbossraum war. So. Oder ist es einer von denen hier? Weil hier habe ich laut Karte auch zwei Einzelräume. Ja gut, die kann ich ja nachher noch abchecken gehen. Und in jedem Fall werde ich hier eine Abkürzung erscheinen lassen. Mhm.
Nee, also zeitlich ist das echt überhaupt kein Problem. Da habe ich gedacht, dass wir da größere Probleme haben werden, aber ich habe ja jetzt schon 3 von 5 Fröschen. Und der 4. wird sich auch gleich dazu gesellen. Und das ist nicht der richtige Raum. Der führt mich zum Boss. Okay. Okay. Dann wird es einer von denen sein. Links oder rechts? Was meint ihr? Ich bin für links. Übrigens, der voraus könnte es... Doch, der... Stimmt, der voraus könnte es auch sein. Okay, dann gehen wir mal da rein. Weil das sieht äußerst verdächtig aus. Und das stimmt. Nicht. Verdammt! Nein, das war falsch. Jetzt muss ich diese Lappen nochmal besiegen. Oh, ist das bitter. Aber der Frosch hat auch mit einer dieser Kröten zusammengearbeitet, das weiß ich noch. Kann man die nicht irgendwie schneller besiegen? Das muss doch auch irgendwie anders gehen. Oh, ich habe keine Dekonüsse mehr. Ich wollte das gerade damit probieren. Naja, was soll's. Ich habe jetzt schon 2 von 3 gekillt. Es geht in einem ordentlichen Tempo. Ich kann mich nicht beschweren. Komm her, du blödes Vieh. Oh, viel zu früh gesprungen. Depp. Dadrak. Okay. Gekillt. Und wir kriegen eine Truhe dafür. In der eigentlich nichts drin ist. Moment mal, was ist da eigentlich jetzt drin? Ich will's wissen. Okay, blauer Rubin. Und früher war hier, glaube ich, die Karte. Ja, und jetzt sind's Rubine. Besser als nichts. In jedem Fall. Na komm, wo ist der verdammte Zwischenboss? Meine Güte. Er muss jetzt hier sein. Ja, wäre ich doch zuerst hier reingegangen. Hallöle, mein Freund. Willst du aufs Maul, eh? Ein Schlag mit meiner Ultraschmirgelklinge reicht aus, damit er schon Angst kriegt und seinen Freund holt. Wie süß. Schutzschild. Warte, Schutzschild. Ich baller den runter mit Feuerpfeilen. Hä? Funktioniert nicht? Der weicht aus. Na gut. Dann eben der Klassiker. Bam! Aber ich kann ihn jetzt nicht mehr mit meinen... Nee, ich kann ihn nicht mehr mit dem Schwert angreifen. Deshalb könnte es sein, dass das eine lange Geschichte wird. Und warum sehe ich ihn eigentlich nicht an? Ich depp. Weil es auch nichts bringt, ist die Antwort. Ja, hallo, treffe ich den auch mal? Wie tief? Na, endlich. Oh, jetzt komm. Ja, nee. Er weicht aus, weißt du? Natürlich. Oh, Mann. Na, komm, zack. Und nochmals. Anvisieren und... Na, ach, falscher Knopf. Ich bin aber auch ein Idiot gerade. Oh! Mega! Und er verwandelt sich in einen lieben Frosch. Könnte auch Tarnung sein, aber ich glaube ihm einfach mal. So, Don Geros Maske. Hey, das hat wehgetan, aber eigentlich stehe ich drauf. Und weißt du, was ich noch stehe? Auf Musik! Deswegen werde ich jetzt in die Berge ziehen. Tschüss! Bye, bye! Seltsam, hier auf dem Touchscreen sind aber trotzdem nur 3 Frösche eingetragen. Ja, wahrscheinlich, weil der 4. echt nicht zählt. Der ist ja schon an Ort und Stelle. Egal. Verlassen wir den Dungeon. Denn für diejenigen, die es nicht wissen, ihr könnt auch im Dungeon das Lied des Schwingens spielen und so an den Eingang des Dungeons zurückkommen. Da bin ich mal drauf gekommen, als ich meinen Part in irgendeinem Dungeon mal vorm Boss beendet hatte und keine Zeit mehr hatte und abspeichern musste. Da habe ich das probiert und es klappt. Okay, Freunde. Dann hätten wir das. Einer noch. Der befindet sich im 3. Dungeon. Da kommen wir gerade erst her. Aber... Ja, ich sagte es ja bereits, ich habe mich schon mit sehr vielen anderen Spielen inzwischen beschäftigt und Majora's Mask jetzt mal ein paar Tage nicht angefasst und dann, es löscht sich einfach bei mir.
Es kann gut sein, dass ich nicht mehr weiß, wo der Zwischenboss war. Und letztlich war es auch so. Ich habe jetzt doch mal geschnitten, weil die ganze Sache ist ja, wie ihr schon gemerkt habt, ohnehin nicht spannend. Ich hatte eigentlich gedacht, man muss da eine komplette Zeit für diese Quest einplanen, aber auch mit Rumirren ist die ganze Geschichte locker am ersten Tag schon abgehakt. Deswegen bringt es ja jetzt nichts hier weiterzumachen. Sparen wir stattdessen die Zeit, dann können wir nämlich in diesem Part noch was anderes machen. Ist doch eh viel cooler, oder? Na dann. Holen wir uns schnell den letzten. Der ist nämlich... Ja, dachte ich mir schon, dass das nicht geht. Okay. Der ist nämlich hier hinten. Das habe ich komplett vergessen. Ich wollte nämlich erstmal zu Argus gehen. Der übrigens gar nicht Argus ist. Ich habe da nachgeguckt. Das ist einfach nur ein... Ja, so gesehen ein Verwandter von ihm. Einer aus seiner Linie. Aber es ist natürlich nicht Argus persönlich. Okay. So, und hier hinten war er dann. Der letzte Frosch. Auch den besiegen wir einfach nochmal. Und dann ist diese doch sehr unnötige Quest abgehakt. Autsch. Treff ihn! Sehr gut. Stimmt, die Eispfeile waren hier wichtiger, ne? Das heißt wichtiger, die waren sogar unumgänglich. Okay, er hat mich getroffen. Echt? Okay. Ist aber gar nicht mal schlecht, denn das hat er im normalen Kampf nicht geschafft. Und jetzt sehen wir mal seinen coolen Ninja-Move. Okay, am höchsten Punkt einfach einfrieren. Oder? Wie ging das nochmal? Das war doch so. Ja, hat nur gerade nicht funktioniert. Treffer! Also ihr seht schon, ich will das einfach nur schnell hinter mich kriegen. Ich achte da jetzt auch gar nicht auf meine Herzen oder so. Nein, die ganze Sache soll nur ganz schnell abgehakt werden. Damit ich mich schöneren Dingen widmen kann. Oh, sehr gut. Du bist in die völlig falsche Richtung gelaufen. Depp. Aber er lebt noch. Das ist halt das Problem. Ich kann ihn nicht mit meinem Schwert angreifen. Das Schwert würde ihn wahrscheinlich mit zwei Schlägen killen, aber so dauert es länger. Und wieder ein Treffer. Und wieder reicht's nicht. Boah. Du bist aber auch eine Nervensäge, weißt du das? Die! Los! Du sollst dein, hab ich gesagt! Geh doch! Ist der pink? Oder täuscht das? Ja, doch, der ist ein bisschen pink. Egal, Don Geros Maske. Komm mal mit mir mit. Ich hab ein schönes Fleckchen für dich gefunden. So, lasst uns nun zurück in die Berge gehen. Hoffentlich gibt es jetzt kein böses Erwachen, weil vielleicht heißt es plötzlich, oh, es gibt noch einen weiteren Frosch und der kennt die letzte Strophe des Liedes und so. Aber nein, ich hoffe nicht. Andernfalls werde ich auch sehr, sehr aggro. Damit das klar ist. Schildi, wie komme ich hier raus? Kannst du mir das mal sagen? Ey, ernsthaft, wie komme ich hier raus? Lol. Ich habe keine Ahnung. Okay, gut. Ich bin ja noch nie auf diese Weise da rausgegangen, von daher... War klar, dass ich keinen Schimmer habe. So. Und jetzt nochmal. Lied der Schwingen. Die Bergsiedlung.
Ich hoffe mal, die Frösche schlafen noch nicht. Andernfalls muss ich sie halt wecken. Ich werde da garantiert keine Rücksicht drauf nehmen. Ein Held hat nicht viel Zeit. Hi. Wenn das nicht der große Don Gero ist, sollen wir singen? Ja, bitte. Klingt ja gar nicht mal so schlecht. Das Dirigieren war ein Erlebnis. Wir alle haben uns auch die größte Mühe gegeben. Deine spektakuläre Darbietung hat uns alle tief bewegt. Yes. Ich hab das Herzteil und die Schoße ist abgehakt. Juhu. Außerdem haben wir ein neues Herz. Yay. Lass uns mal wieder zusammen musizieren, Quark. Nein, danke. Es muss nicht sein. Tschüss. Also es gibt einen gelben, einen roten, einen türkisen, einen blauen oder lilanen, kann ich nicht genau erkennen, und einen etwas weißen Frosch. Oder grau. Grau-weiß, ja, so. Grau. Ja, wir haben noch ein paar Minuten Zeit und die werde ich nutzen, um mir eine Maske zu holen, die tatsächlich an einem Ort ist, an dem ich nichts Wichtiges mehr vermutet hatte. Es geht um die Piratenfestung. Dort gibt es eine Person, die man nicht so leicht finden kann. Und, wie ich jetzt aus den Kommentaren auch erfahren habe, also ich habe das alles aus den Kommentaren. Ich wusste jetzt natürlich nicht, dass der Typ da ist. Sage ich ja, ich hatte keine Ahnung, sonst hätte ich ihn ja schon längst gefunden. Und diese Person ist in der Originalversion des Spiels an einem ganz anderen Ort. Und zwar am Anfang des vierten Gebiets in so einem komischen Steinkreis. Kann also gut sein, dass ich den gefunden hätte. Also man muss dann das Auge der Wahrheit einsetzen und dann findet man ihn. Es ist ein verletzter Soldat. Ich kann es natürlich nicht mit Sicherheit sagen, aber ich denke, den hätte ich sogar gefunden, weil Steinkreise sind immer interessant. Entweder man legt halt eine Bombe rein und was passiert, oder das Auge der Wahrheit. Aber ja, jetzt findet man ihn eben an einer anderen Stelle und das ist, wie ich finde, schon etwas schwieriger. Moment, hier bin ich ja komplett falsch. Oder? Ja gut, nee, nicht zwingend. Wir müssen nämlich einfach nur in die Mitte der Festung, zu diesem großen Turm. Es hat aber auch einen Grund, warum dieser Typ jetzt hier ist. Denn die Maske, die man von ihm bekommt, die hilft bei der Piratenfestung ungemein. Warum, werdet ihr gleich sehen. So. Jetzt muss ich halt aufpassen. Aber ich glaube, ich muss sowieso alle, alle umliegenden Wachen killen. Sonst fühlt er sich nicht sicher und so. Also, Pfeile. Oder erstmal schauen wir mal, wo er ist. Seht ihr ihn? Ich nicht. Oder vielleicht schon, aber ich sehe vielleicht. Also ich sehe vielleicht seine Lanze. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, doch, da hinten ist jemand. Okay. Alter Schwede, hier sind so viele Wachen. Da ist er. Da liegt ein Soldat. Ja, und wer zum Teufel soll jetzt auf die Idee kommen, hier das Auge der Wahrheit einzusetzen? Das passiert aus Zufall, ja, aber bestimmt nicht, weil man da was vermutet. Sag nicht das! Ich bin Shiro. Ich gehöre zur Stadtwache, aber mich bemerkt nie jemand. Ich dachte, wenn ich etwas Großes vollbringe, falle ich auf. Also habe ich mich in die Piratenfestung geschlichen. Aber das ging schief. Niemand hat meine Hilferufe gehört. Nicht mal die Piraten. Vielleicht, weil du schon tot bist?
Ich meine, es muss einen Grund haben, warum man dich nicht sehen kann, oder? Egal. Ich falle eben nicht mehr auf als ein gewöhnlicher Stein. Ich hätte da eine Bitte. Würdest du mir etwas... Okay. Ich hol mal schnell ein rotes Elixier. So, da wäre ich auch wieder. Hast du jetzt für mich Medizin dabei, damit ich mich besser fühle? Ich denke schon, ja. Ich dachte halt, wir müssen den hier irgendwie rauslotsen oder so, aber nein, so ist es nicht. Ah, das... Ist es das? Ja, es ist das. Rotes Elixier. Ich glaube, ich fühle mich besser. Danke. Oh, hier. Als Dankeschön. Und wir bekommen dafür von dem Unsichtbaren die Felsmaske. Die so ein bisschen aussieht wie der Hauptcharakter aus dem PlayStation-Spiel Little Big Planet. Die Rede ist natürlich von Hauptcharakter Sackboy. Und was man mit dieser Maske machen kann, das erfahren wir dann im nächsten Part. So, dann nichts wie weg. Wo geht denn der hin? Scheiße, wir werden es nie erfahren. Oh, da ist er ja. Hallo. Wie kommen wir nach Hause? Schwimmen geht nicht. Die Rüstung zieht mich nach unten. Es tut mir leid. Lass mich einfach zurück. Okay. Ja dann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.